Am 15. Juni fand im Jobcenter Nordwestmecklenburg in Wismar das Unternehmerfrühstück der WWG und des Unternehmerverbandes Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin statt. Zugegen waren verschiedenste Akteure aus Wirtschaft, Politik und von der Bundesagentur für Arbeit, um über aktuelle Belange zu sprechen. Jörg Denecke, Vorstandsvorsitzender der Wismarer Wirtschaftsgemeinschaft, und Andrea Ulrich, Regionalleiterin im Unternehmerverband, unterstrichen in ihren Grußworten die Relevanz solch eines persönlichen Austausches. Den Veranstaltungsort im Jobcenter haben sie bewusst gewählt, ist doch der Fachkräftemangel ein aktuelles Thema. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es auch hier im Jobcenter heute, einfach um auch den Verantwortlichen des Jobcenters, also dem Geschäftsführer Herrn Greiner, einfach mal auch konkret zu fragen, ne, welche Möglichkeiten haben wir als Unternehmen, wenn wir jemanden einstellen wollen, wenn wir Fachkräfte suchen, welche Möglichkeiten haben wir als Unternehmer, unseren Fachkräftebedarf zu decken, vielleicht auch über das Thema ukrainische Geflüchtete. Ja. Bürgermeister Thomas Bayer war auch zugegen und führte das Thema Fachkräfte noch weiter aus. Damit verbunden ist, dass wir dafür dann auch unsere Infrastruktur fit machen müssen. Wir sind jahrelang darauf getrimmt worden, geradezu, auch gerade von der Landesregierung, wegen der demografischen Entwicklung unsere Kapazitäten zu reduzieren. Das ist vorbei, das ist längst vorbei. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir unsere Kapazitäten erweitern. Das gilt für Wohnen, das gilt für Kindertagesstätten, das gilt für Schulen und für vieles mehr. Das ist die Herausforderung der Zukunft. Aber nicht nur die Fachkräfte waren ein Thema. Was beschäftigt die Kollegen noch, beziehungsweise wie geht es den Unternehmern, wollten wir von Jörg Denecke, dem Vorstand der WWG, wissen. Ich denke mal, die Lage ist etwas angespannter. Wir wissen alle, dass wir große Probleme haben durch unterbrochene Lieferketten, Engpässe in vielen Bereichen, steigende Preise. Eine Zurückhaltung bei den Konsumenten ist merklich zu spüren. Wir hoffen alle, dass sich das irgendwann in den nächsten Monaten vielleicht alles wieder etwas entspannt und wir etwas zuversichtlicher in die Zukunft blicken können. Es gilt also eine Menge zu tun für alle Beteiligten. Und dennoch möchten wir nicht pessimistisch enden und bitten Bürgermeister Thomas Bayer ein zweites Mal zu Wort. Er hatte zu Beginn seines Grußwortes beim Unternehmerfrühstück einige Beispiele aufgezählt, die uns eine positive Zwischenbilanz ziehen lassen. Also ich glaube, dass durchaus Anlass zum Optimismus besteht, denn es wird reichlich investiert. Firma Ecker beispielsweise oder auch das Biomasse-Heizkraftwerk. Übrigens auch unsere Stadtwerke investieren, bauen ein neues Umspannwerk. Und es wird an vielen anderen Stellen investiert. Wir haben eine Perspektive bezüglich der Werft. Es wird ein neues Großgewerbegebiet geben. Da beginnen wir jetzt mit der Erschließung oben Kritzelburg am Autobahnkreuz. Also ich glaube, wir haben wirklich eine gute Entwicklung und man merkt das auch. Es gibt also viele positive Ansätze, die es nun zu erhalten und natürlich umzusetzen gilt.